Stefan, mit dem krönenden Abschluss für die Serie, die er zum Schluss gestartet hat, hat es leider nicht geklappt vor der Winterpause. Ist der Ärger groß darüber? Ja, natürlich. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten die Serie aufrechthalten. Mit einem positiven Abschluss in die Winterpause gehen, damit wir in der Ruhe auch wieder weiterarbeiten können in der Vorbereitung. Das ist uns heute leider nicht gelungen. Deswegen, natürlich ist man da enttäuscht, wenn man ein Spiel verliert. Wie habt ihr denn das Spiel heute verloren? Was sagst du zum Spielverlauf? Ja, wir haben relativ früh halt ein Gegentor gekriegt. Neckars Ulm hat es dann clever gemacht auf den Platzverhältnissen, standen eigentlich relativ tief. Das Zentrum sehr verdichtet, haben auf ihre Chancen gelauert. Wir haben uns ein bisschen schwer getan, nicht so viele Torchancen rausgespielt wie in den letzten Spielen, was aber auch schwer war gegen diese Neckars Ulmer Mannschaft. Und am Ende natürlich, die haben immer auf ihre Konterchancen gelauert. Leider Gottes haben sie dann auch mit der zweiten Chance schon das zweite Tor gemacht, kurz nach der Halbzeit. Und dann ist es natürlich schwer, da weiter gegen so ein Bollwerk anzulaufen. Und dass es dann am Ende halt 3-0 ausgeht, ist natürlich dann auch noch traurig. Jetzt steht die Winterpause an. Was würdest du als positivsten Punkt, oder fangen wir zunächst mit dem negativsten Punkt in der Hinsaison an, was würdest du da aufzählen? Ja, negativ war natürlich der Start, aber so negativ wie der Start war, dass wir da 10 Spiele, glaube ich, dann am 10. Spieltag da Vorletzter waren, genauso positiv war dann, dass wir uns rausgekämpft haben, dass wir uns als Mannschaft wieder zusammengerissen haben, wir haben uns wieder gefunden, wir haben wieder gearbeitet, jeder für den anderen, jeder hat versucht, an die Leistungsgrenze zu gehen, dass jeder 100 bis 120% bringt, Fehler des anderen ausbügelt, wieder Spaß an dem Spiel gefunden und genau das hat uns eigentlich ausgezeichnet und das sollte uns auch auszeichnen, weil wir spielerisch können wir das Ganze hier. Wir haben viel Qualität in der Mannschaft drin. Es ist halt nur wichtig, dass wir das auch abrufen und vor allem auch an uns glauben. Und dann kommt auch der Spaß wieder und dann fällt das Spiel einfach viel einfacher. Und ich denke, da sollten wir auch anknüpfen in der Winterpause, dass wir da so einen großen Sprung gemacht haben Mitte der Hinserie, dass wir da so eine Serie aufgebaut haben. Und unser Ziel sollte es sein, nochmal so eine Serie hinzulegen in der Rückrunde. Also, dann hast du damit auch schon den positiven Punkt angesprochen. Was kannst du uns sonst jetzt für die Winterpause für einen Ausblick geben? Ja, was heißt hier Ausblick geben? Ich denke, jetzt wird es mal wichtig sein, dass jeder mal seine Wunden ein bisschen schont, jeder ein bisschen Abstand bekommt von der ganzen Sache. War viel in der letzten Zeit oder in der Hinserie der erste Druck, wo wir ganz unten standen. Jetzt natürlich dann auch ein gewisser Erfolgsdruck, da wir die Spiele auch erfolgreich gestaltet haben. Jetzt sollte mal jeder mal ein bisschen Abstand gewinnen, jeder mal sich wieder um seine Freunde, Familie kümmern und dann mit voller Kraft und voller Energie und vor allem wieder mit viel Spaß in die Wintervorbereitung gehen und dann schauen wir, was noch möglich ist. Stefan, ich danke dir vielmals für das Interview, viel Erfolg und ja, schönen Jahreswechsel. Dankeschön, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.